Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten, schnuckligen Folge, wo ich euch leider reinpressen muss, weil ich gleich ein Interview habe, was auch ausgestrahlt wird auf Frequent Traveler TV. Natürlich und natürlich frisch gepresste Themen für euch. Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben. Lufthansa Signature Drink, weil ihr habt gefragt, was ist mit der Lufthansa Business Class Verbesserung, weil du hast dich lustig gemacht gestern. Sorry. Oder war es vorgestern? Ich weiß es nicht mehr. Brot und Spiele und Brot und Obst war es, glaube ich. Dann haben wir das Thema, warum sind die Lounges so voll? Ich hatte in einem Call mit jemandem hier in Finnland, der sich für ein Consulting interessiert, für unseren Concierge, der meinte, die Lounges sind voll, es lohnt sich gar nicht, in Lounges zu gehen. Ja, werden wir auch mal besprechen, was die Gründe dafür sind. Des Weiteren, die Lufthansa ändert die Routen nach Asien aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten. Und wir haben Cannabis im Flugzeug. Ist das legal? Wann ist es legal? Gegen wen ist es legal? Für wen ist es legal? Aber Rauchen ist, glaube ich, im Flugzeug eh nie legal. Also insofern die Frage haben wir direkt geklärt. Und Frankfurt Flyer, das ist auch lustig. Ich hatte eben gerade einen Call, wo er sagte, ja, die Starlines ist scheiße, weil die Partner alle weggehen. Und ich bin ja so ein großer SAS-Fan. Ja, das ist das Problem, wenn man SAS Diamond ist, so wie ich es auch bin, da ist man dann natürlich gefrustet, wenn man das als Senator-Alternative haben wollte. Gut, lasst uns direkt in die Themen einsteigen, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt und vor allem auch eine Kanalmitgliedschaft gemacht habt. Und denkt an diese Nummer. Da könnt ihr mich immer erreichen. So, ja, ich gehe übrigens zum Friseur diese Woche, kein Problem, ich sehe das gerade. Hey, immer im Auftrag des Herrn unterwegs und zwar für euch. So, das erste Thema ist die Lufthansa. Die Lufthansa ändert die Flugrouten aufgrund der aktuellen Ereignisse. Das heißt also, man fliegt vorerst nicht weiter nach Tel Aviv, man fliegt nicht nach Amman, man fliegt nicht nach Beirut, man fliegt nicht nach Teheran und vor allem auch nicht nach Erbil. Das sind die einigen Anpassungen, wo man direkt hinfliegt, aber auch Flüge nach Asien überfliegen ja das Gebiet und natürlich, wenn es da zu solchen Vorfällen kommt, dass da 300 Drohnen, Raketen, so wie berichtet wurde, durch die Weltgeschichte fliegen, zusätzlich amerikanische Flugzeuge, französische Flugzeuge, aber auch englische Flugzeuge, unter anderem, vielleicht waren da auch andere Nationen beteiligt, man weiß es nicht, die diese dann abgeschossen haben. Andere Nationen wären zum Beispiel Saudi-Arabien, was halt auch interessant ist, dass die halt Israel auch schützen. Auf jeden Fall ist es so, dass man dort dann nach dem Ganzen da die Routen ändert. Und zwar jetzt die zum Beispiel die 790, das ist München-Singapur von der Lufthansa, die ist anders geflogen. Und zwar ist quasi von der Türkei über das Mittelmeer nach Ägypten und von dort aus über das Rote Meer in den saudischen Luftraum geflogen. In der Nacht am Sonntag legt der Flug einen kurzen Stopp in Bangalore ein, um natürlich zu tanken. Ganz klar, weil dadurch, dass die Strecke länger geworden ist, man damit nicht gerechnet hatte. Iran hatte natürlich Israel angegriffen, wie ich ja gesagt hatte. Die Eskalation hat halt wirklich erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb gehabt. Und immer noch, weil man weiß jetzt gar nicht, ist das zu Ende, schlägt Israel wieder zurück. Was passiert da? Ist der Iran jetzt durch? Mario fehlt uns für die politische Analyse. Man kann jetzt natürlich politisch kurz zusammengefasst, auch wenn wir kein politischer Kanal sind und ich bitte auch davon Politik Abstand zu nehmen, einfach nur hoffen, dass es wirklich vorbei ist zum Schutz aller. Und wenn man sieht, der Iran hat ja auch die mildeste Art der Drohnen und so weiter geschaffen, weil man festgestellt hat, die Drohnen tauchen so lange, bis sie dahin fliegen, dass man sich auf alles vorbereiten konnte und dass halt wirklich 99% abgeschossen werden konnten, so wie es gesagt wird. Also nur als Hinweis, dass Flugzeiten sich eventuell nach Asien von Asien bei allen Fluggesellschaften durchaus ändern können, je nach Situation der Lage. Für einige hat sich die Lage auch geändert. Ich weiß nicht, wer für euch, ich glaube, das heißt 420 Friendly ist. Das ist, glaube ich, in USA der Code für Cannabis, das ist also die Legalisierung des Cannabis-Gesetz. Und da gibt es jetzt einen Hinweis, und zwar dürfen Erwachsene laut dem Cannabis-Gesetz jetzt 25 Gramm Shit mit sich führen. Und das gilt natürlich seit dem 1. April und dürfte auch natürlich im Flugzeug mitnehmen.
Also die Frage ist geklärt. Auf innerdeutschen Flügen dürft ihr es mitnehmen. Alles andere ist nicht erlaubt. 25 Gramm ist beispielsweise nicht legal, es nach Deutschland einzuführen. Wer sich im niederländischen Coffeeshop Marihuana kauft, kann also trotzdem Probleme bekommen. In Deutschland selber ist es erlaubt und dann zitiere ich hier 50 Gramm getrocknetes Cannabis und bis zu 3 lebende Pflanzen sind für den Eigenkonsum legal. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich wollte es euch nur mal sagen, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert. Es ist halt auf den deutschen Flügen, innerdeutschen Flügen nicht sanktionierbar. Für Cannabis gilt derweil kein solches Verbot. Aus luftsicherheitsrechtlichen Gründen, gemäß § 5 Luftsicherheitsgesetz, besteht keine Einwände zur Mitnahme von Cannabis bis zu 25 Gramm im mitgeführten Hand- und Reisegepäck, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Im Rahmen der erlaubten Mengen des Cannabisgesetzes ist eine Mitnahme auf innerdeutschen Flügen nicht sanktionierbar. Das gilt übrigens nicht nur für Passagiere, sondern auch für die Crew. Nur so als Hinweis. Aber bei den Crews kommt es auf den Arbeitgeber an. Da kann der Arbeitgeber sagen, dass das ein Problem ist. Und zwar, wie war das? Regelmäßigen Linienflüge immer Deutschland führen Lufthansa, Eurowings, DAT, also Danish Airbrons und Sylt Air durch. Und die Flüge haben sich auch halbiert, muss man ja ehrlichkeit halber sagen, weil es nicht angeboten wird. Aber man muss halt gucken, was da passiert. Und Beförderungsbedingungen für Fluggäste und Gepäck nennt Lufthansa, wenn Ding sagt, Gegenstände, deren Beförderung nach der Vorschrift des Staates, von dem aus abgeflogen wird, der angeflogen wird, überflogen wird, verboten ist. Und das ist halt in Deutschland nicht der Fall. Also ich bin mal gespannt, ob Lufthansa den Crews verbietet, Shit mitzunehmen. Aber wir müssen ehrlich sein, die Crews, wenn sie zum Beispiel innerdeutsch fliegen, haben ja vorher ein Leck gehabt, was international war, zum Beispiel Helsinki, Frankfurt, Frankfurt, Nizza oder sowas. Und dann hast du halt Nizza, Frankfurt, Frankfurt, Hamburg. Und dann kannst du natürlich, aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich der Konsum, gehe ich mal ganz, ganz fest von aus, beim Autofahren ist es ja auch verboten, beim Fliegen erst recht verboten. Aber da können wir uns dem ganzen Thema ja nochmal widmen, wenn es soweit ist. Wir können ja mal Freddy fragen. Freddy hat angedroht, dass er bald wieder mit mir Sendungen macht. Freue ich mich drauf. An dieser Stelle Gruß an Freddy, falls er schaut, was er macht. So, dann haben wir eine Verbesserung bei der Starlines, die wir brauchen. Und zwar Frankfurt Flyer hatte da heute aufgemacht das Thema und daraufhin hatte mich auch direkt jemand angesprochen heute bei dem Call und er sagte, dass 26 Partner bei der Starlines sind, aber es gehen ja viele von der Stange. Asiana geht, SAS geht, ja, das sind nur so einige, die da gehen. TAP, je nachdem, wenn sie zur falschen Allianz kommen, zu KLM, Air France, KLM oder vielleicht zur British Airways, zur IAG, was ich allerdings nicht ganz so glaube, weil die dann auf der Iberischen Halbinsel zu stark werden. Dann ist es so, dass natürlich die ganzen Sachen natürlich Auswirkungen haben. Genauso wie das Auswirkungen hat mit dem Kollegen, der halt da bei SAS jetzt quasi SkyTeam, Elite Plus, Bullshit, keine Ahnung wird. Und da muss man natürlich jetzt sagen, wer sind denn geeignete Daten, wie auch immer. Und vor allem, wer ist denn noch geblieben? Weil, so wie Frankfurt Flyer schreibt Sebastian, Robert schreibt den Text. Und da ist es so, dass so kleine Fluggesellschaften wie Kroatien oder sowas, die mit 12 Flugzeugen haben, natürlich da jetzt nicht den Kohl fett machen, das schreibt er rein. Aber er sagt, es würden Golfcarrier passen. Interessanterweise nennt er Emirates. Aber Emirates will ja noch in kein Bündnis und Etihad würde dann auch bleiben. Die Frage ist aber, will man in der Starlines Etihad haben, wenn Emirates besser wäre? Oman Air geht zur One World. Ja, weg. Dann Saudia ist in SkyTeam. Qatar Airways ist in One World. So, also das heißt, die sind ja alle quasi da schon verplant und man ist zwar doppelt so groß wie die One World mit 26 Mitgliedern, aber das Ganze ist am Erodieren, die SkyTeam holt gegenüber der One World auf und jetzt muss man halt nur gucken, was da wirklich passiert. Er schreibt wörtlich, ich zitiere, alleine mit den Giganten Lufthansa, Singapore Airlines, United werden die dicken Hauptschlagadern der Industrie abgedeckt. Air India wird auch immer wichtiger. Der Carrier hat viele neue Flugzeuge bestellt und wird künftig mehr in Sachen Qualität punkten. Ja, das finde ich ist richtig. Aber man braucht trotzdem in Regionen natürlich auch
Alternativen. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und euch ist auch aufgefallen, dass ich noch keine Frage des Tages habe. Die habe ich nämlich, ich habe heute eigentlich fast zu jedem Thema eine Frage gestellt. Die werde ich am Ende des Tages für euch nochmal zusammenfassen. Ich hatte mich ja lustig gemacht über die Lufthansa, dass sie mit dem Net Promoter Score von 27, also nur 27% der Leute, würden die Lufthansa weiterempfehlen, was natürlich relativ ist, ne? Und die Lufthansa, die Offensive gegangen ist und verbreitet jetzt handgemachtes Brot, handgemachte Butter. Einer hat geschrieben, die handgemachte Butter reißt es raus, aber das ist natürlich nicht alles. Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Und da muss man natürlich kurz gucken, was man da macht. Und zwar, da geht es um das Thema Lufthansa. Und die haben jetzt auch einen neuen Signature Cocktail. Und dieser Signature Cocktail und dann die ganzen Sachen mit der Butter und mit dem Brot, was handgemacht sind, sollen die Verbesserung sein. Also, die Anpassungen sind halt vor allem, dass das Speisenangebot aufgewertet werden soll, soll individualisiert werden. Und der Signature Cocktail, und jetzt, ich hatte ja auch berichtet, dass einige Lufthansa-Arten schon den Signature Cocktail an Bord dann immer schön in ein Bild gesetzt haben. Ich kann leider keine Bilder posten von LinkedIn oder sowas. Ich weiß gar nicht, also. Ja, würde ich nicht gerne machen. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses ein Gemixt-Drink auf Pfirsichnote, Wildwiesenkräutern mit Eis, auf Eis mit Tonic ist. Und dazu wird zusätzlich zu Wasser und Sekt vor dem Abflug und Nüsse gereicht werden. Also das heißt, da gibt es jetzt das volle. Ich weiß gar nicht, ob der schon Premix ist. Also das heißt, dass man eine Dose aufmacht rein. Werden wir ja sehen, ob wir den in der Ringeltaube demnächst haben. Und dann soll es auch noch natürlich so sein, dass es ein Gruß aus der Küche serviert wird. Ihr habt mir gestern auch nicht gesagt, ob das Amüs Gül, Amüs Busch, Amüs Dings da ist. Das Angebot soll von Antipasta bis Sushi reichen, hieß es in der Mitteilung. Beim Dessertangebot soll halt wirklich dieses frische Obst nochmal einen Akzent setzen. Und es sollen auf Langstreckenflügen auch noch kleinere Snacks gereicht werden. Also da soll auch nochmal was verbessert werden. Frisches Obst. Und dann salzige und süße Leckereien, beispielsweise Tozzarella, Tomate Mozzarella Spießchen oder Wraps mit Pastrami. Abrunden möchte die Lufthansa mit Lindt-Pralinen-Boxen, also da ist man wieder auf Qualität, das finde ich gut. Mit Lufthansa Design. Die Lindt-Pralinen sollen ab Juni auf allen Business-Class-Passagieren, auf allen Flügen Business-Passagieren gereicht werden. Und das Lufthansa-Team ist stolz darauf, dass das neue Erlebnis an Bord präsentieren darf. Und der Kollege Heiko Reitz, das ist der Chief Commercial Officer von Lufthansa, also CCO, Lufthansa Airlines, quasi die rechte Hand von Jens Ritter, dem möglichen Nachfolger von Carsten S. aus M, Name der Redaktion bekannt. Und man möchte folgendes Zitat hier an dieser Stelle euch weitergeben. Unsere kulinarischen Highlights, das Zelebrieren der deutschen Brotkultur und die Zusammenarbeit mit Traditionsmarken wie Ziegler beim neuen Lufthansa Avionik unterstreichen die zeitlose Eleganz unserer Marke. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Ich mache dann mit dem nächsten Thema weiter und das wird ein Skandal. Ich weiß es schon, die Leute werden jetzt wieder sagen: Alter, 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 was ist da kaputt? Ja, kann ich euch sagen. Und zwar folgendes: Da gehe ich doch mal ein bisschen nach links. Das lasse ich mal auf euch wirken, das Bild. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt so in einem Flieger, abgesehen davon, dass da jetzt ein In-Flight Entertainment ist, dass dann die United war das, glaube ich, oder ist das Delta, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so, das ist das, was der Vordermann dem Hintermann gegeben hat. Das ist ein Bild von, wie ihr seht, wer sich auskennt, weiß das von Reddit. Und bei Reddit ist das so, dass es natürlich ja, Kontroversen auslöst. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist natürlich ein Thema, aber besser ist das Ganze als dieses Bild hier. Warte. Warte, ich muss das einmal kurz kopieren. Also ich finde die Jacke jetzt zwar semi-cool, also ich finde das ehrlicherweise nicht cool, aber man könnte natürlich ehrlicherweise sagen, das wäre natürlich noch schlimmer mit so einem Pony an der Stelle, das Bild darunter mal wegmachen. Das kann man natürlich auch so sehen, da sieht man, dass der Bildschirm komplett voll ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es beides problematisch. Wenn man jetzt aber auf dem anderen Bild schaut und ich wechsle nochmal das Bild für euch, dann sieht man, dass da, es sieht so aus, als ob da keiner sitzt.
in meinen Augen. Und dann ist das, ja, ist zwar etwas, was man nicht macht, aber auf der anderen Seite muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt Schlimmeres. Und da muss ich dann ehrlicherweise, also ich würde da nichts machen. Würdet ihr da was machen, oder? Also hier würde ich auf jeden Fall was machen. Das war diese Geschichte hier. Das fällt mir auch ein, wenn ich auf meinem Computer arbeiten würde, wobei ich meistens im Flugzeug mit dem iPad arbeiten würde. Also wenn das wäre, da würde ich dann so ein bisschen anfangen, durchzudrehen emotional. Und also bei Haaren hört es bei mir auf, ich weiß nicht warum, aber bei der Jacke, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und was das ist. Also ich denke mal, dass das tote Katze ist auf dem Bild und nicht was anderes an den Ärmeln irgendwie so, das sind keine Haare. Ja, gut, man könnte jetzt natürlich bei den Haarbildern sagen, einfach Schere raus, schnippdi-schnappi, aber das würde ich jetzt auch nicht machen, das ist, glaube ich, Körperverletzung. Aber hier geht es mir mehr um eure Reaktion, was ihr dazu denkt. Ich persönlich sage nochmal, wenn es die Haare sind, dann würde ich was sagen. Wenn es die Füße sind, würde ich was sagen. Wenn ihr also an der Seite irgendwo die Füße da creepy habt. Oder wo ich was sagen würde, wäre, wenn da jemand anfängt, irgendwie, ja, irgendwelche komischen, merkwürdigen Gymnastiksachen zu machen, die dann im Sitz wackeln die ganze Zeit. Da würde ich was sagen, ah, die Jacke, also solange es nicht genau vor mir passiert, würde ich das wahrscheinlich einfach ignorieren, weil ich glaube einfach, dass der Mittelsitz, der da ist, den können dann irgendwie alle immer nutzen. Also das ist dann irgendwie so zur freien Verfügung. Da muss man halt so ein bisschen sich arrangieren. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und wie ihr dazu steht. Jetzt haben wir das letzte Thema. Das war auch ein Thema, wo jemand zu mir sagte, Status ist scheiße. Da ging es dann um das Thema Finnair in dem Call. Und zwar war das so, warum sind die Lounges voll? Und da hat man halt lange philosophiert, warum die Lounges voll sind. Natürlich, weil die Flüge wieder zunehmen, weil die Leute immer mehr Status haben und weil natürlich auch viele Leute jetzt mittlerweile halt wirklich diese Centurion-Karten, also Centurion-Cards oder aber auch American Express-Karten haben, die Amex-Lounges benutzen können, Priority-Pass, die Lounges nutzen können. Also das heißt, dass diese ganzen Premium-Kreditkarten immer mehr in Fokus rücken. Ja, ich könnte jetzt wieder Werbung für amerikanische Kreditkarten. Mache ich jetzt, glaube ich, auch indirekt einfach mal, aber ihr wisst ja, worum es geht. Und dann ist es natürlich so, dass natürlich die Leute mittlerweile die Annehmlichkeiten der Lounges erkannt haben. Einige Lounges sind ja nach Covid auch nicht wieder aufgemacht worden. Und das andere ist, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass das nicht nur an den Premium-Kreditkarten liegt, sondern dass die Lounge-Größen einfach nicht mehr da, ja, mitgehalten haben, weil es einfach auch keine Flächen gibt. Weil wenn ich zum Beispiel die Diskussion bei Finnair miterlebt habe, wo man die Lounge hinbringt, die ist ja jetzt im Moment da in der Ecke, 24 oder was es ist beim Gate, die soll jetzt ehemals in das Conferencing Center kommen, also quasi da, wo man früher den Check-in hatte, genau da drüber. Und das ist halt immer so, dass man halt da die Flächen wechseln muss und tauschen muss, weil die Fläche darf ja auch nicht irgendwo am A der Welt sein. Was nutzt euch das, wenn hinten gefühlt am Gate 1 die Lounge ist und dann musst du halt 30 Minuten latschen, bis du hinten beim letzten Gate bist? Stellen wir uns das mal vor in Frankfurt zum Beispiel. Deshalb geht das auch nicht immer. Und das andere ist natürlich auch, was man auch immer wieder sagen muss, dass viele Leute mittlerweile ja auch den Lounge-Zugang kaufen können und Leute das einfach tun. Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich jetzt das verdammen soll. Ich persönlich, als ich in Los Angeles war, ich war in der Qantas Lounge, ich war in der American Express Centurion Lounge und ich war in der BA, also beziehungsweise in der One World Lounge, um genau zu sein. Aber ich habe ehrlicherweise bin ich dann in der Qantas Lounge geblieben, weil die am leersten von allen war. Und ganz am Schluss habe ich dann gedacht, ach, leck mich. Ich bin zu PF Chang's gegangen, der ist da auf der eine Ebene unter der Starlines Lounge. Weil ja Finnair flog, deshalb konnte ich auch nicht in die Starlines Lounge. Die ich übrigens sehr toll finde, gerade im First Class Bereich oder auch mit der Terrasse, wo man draußen sitzen kann und aufs Vorfeld gucken kann. Ich weiß auch nicht, also irgendwie hat mich das dann auch nicht mehr so angefixt. Und das ist halt auch so ein Thema,
ob es nicht manchmal am Flughafen besser ist, man geht in ein Restaurant, weil das Essen da auch besser ist, in meinen Augen. Aber das könnt ihr ja dann selber entscheiden. Ich habe so dann auf dem Rückflug auch gar nichts mehr gegessen und verspeist. Also da war dann für mich Ruhe. Ja, wenn eine Lounge voll ist, was mache ich? Ich brauche halt eine Lounge, die ruhig ist. Wenn die Lounge nicht ruhig ist, Headsets, Noise Cancelling. Dann, ich gehe vielleicht auch gar nicht in die Lounge, wenn die Lounge voll ist. Also ich gehe dann raus, so wie ich das gesagt habe. Dann ist es so, dass man wirklich halt gucken kann, was halt da los ist bei diesen ganzen bezahlten Lounges. Gerade wenn man in der Schengen fliegt, bei Finnair sieht man das ja auch in Helsinki oder bei Lufthansa zu Tageshochzeiten, da willst du dann einfach nicht rein, dann gehe ich einfach woanders hin. Und das ist halt wirklich das Problem. Und ich glaube, dass natürlich kein Rückzugsort für die Kirche oder sowas dann suche oder ein Gebetsraum oder was auch immer, weil das da ruhig ist. Ich setze mich dann mit meinem Noise Cancelling irgendwo, wo ich Platz habe, am Tisch sitzen kann. Und vielleicht im Notfall, wenn ich nicht, wo habe ich das denn? Habe ich meine Batterie? Ich habe ja hier meine Powerbank. Drei Stück habe ich übrigens davon. Und dann nochmal eine Anker-Powerbank in der ähnlichen, wenn es keine Steckdose gibt. Und dann bleibe ich einfach da ruhig. So ist das. So, jetzt haben wir 21 Minuten 34 wieder in die Sendung. Länger gebraucht, als ich dachte. Ich gebe euch mal die Fragen des Tages. Was haltet ihr von der Cannabis-Erlaubnis im Flugzeug, dies mitzuführen? Von der Cannabis im Flugzeug mitzuführen. Das mitzuführen muss ich schreiben, weil sonst denkt noch irgendjemand, das dürfte man rauchen. Mitzuführen. So, zack, richtig hingeschrieben. Oh, das ist ein. So, da haben wir es. Zack, mitzuführen. Dann braucht die Star Alliance neue Mitglieder. Und dann könnt ihr auch schreiben, welche. Also welche Mitglieder würdet ihr in der Star Alliance gerne sehen wollen, wenn ihr sagt, die Star Alliance braucht mehr Mitglieder. Und wie findet ihr den Lufthansa Signature Drink? Ist das etwas Avionik? Ist das jetzt etwas, was euch in irgendeiner Art und Weise am Gaumen kitzelt? Und sind euch die Lounges zu voll? Und was macht ihr dagegen, wenn die Lounges zu voll sind? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und so weiter und so fort. Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte hier, da muss ich wieder gucken, wo die Nummer ist. 760 782 2061, einfach per WhatsApp und dann können wir euch helfen. Und da kommt gerade natürlich wieder eine Nachricht, dann Gott sei Dank auf lautlos. So, ich gebe euch den Abspann, ich mache mich bereit fürs Interview. Ich hatte es gestern getriggert, was es war. Wer es nicht weiß, der sollte die Sendung von gestern nochmal gucken. Also, danke euch, bis dann, ciao und der Abspann. Also, bis dann, ciao.